Es ist wieder etwas Ruhe eingekehrt auf dem Betzenberg. Nach dem Spiel gegen Darmstadt am vergangenen Wochenende können sich die Spieler des FCK jetzt voll auf den kommenden Gegner SV Eichede im Pokal konzentrieren. Wir bereiten uns auf das Spiel genauso vor wie auf jedes andere auch. Wollen einfach den guten Schwung von letzter Woche mitnehmen und ich denke, das merkt man auch im Training. Die letzten Trainingstage waren, denke ich, sehr gut, wurde konzentriert gearbeitet und deswegen gehen wir in das Spiel genauso rein wie jedes andere. Gut 600 Kilometer und 3 Ligen trennen den Gegner Eichede und die Roten Teufel aus Kaiserslautern. Trotzdem wird aggressives Zweikampfverhalten, frühes Anlaufen gepaart mit Geduld im Aufbauspiel das Rezept gegen den Tabellen 13. der Schleswig-Holstein-Liga sein. Die Mannschaft ist mit Feuereifer dabei, hat wirklich gut gearbeitet bisher in dieser Woche, werden jetzt morgen nochmal locker trainieren und dann dorthin fahren. Und dann sollten wir zuallererst die Dinge durchsetzen, die uns auch stark machen, immer unter Berücksichtigung. Wir haben auch den Gegner beobachtet. Natürlich sind wir da gewesen, haben sie zweimal gesehen, weil das gehört einfach zum Geschäft auch dazu, dass du jedes Spiel mit der nötigen Ernsthaftigkeit auch angehst. Ein erneutes Ausscheiden in der ersten Runde wäre für die Traditionsmannschaft aus der Pfalz nicht nur sportlich, sondern auch finanziell eine Katastrophe.